Hallo und willkommen zu Resident Evil Kapitel 1, 2. Nach einigen Startschwierigkeiten. Sehr, irgendwie wollte meine Tastatur nicht reagieren. Also ich habe die ganze Zeit F9 gedrückt, wollte nicht aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, aber... Ich hoffe, diese Pechsträhne zieht sich durch das ganze Spiel durch. Ohne Scheiße, erst ohne Scheiße. Erst hat bei mir Fraps nicht richtig funktioniert, muss alles jetzt nochmal neu aufnehmen, die ganze Kacke. Ja, kaum nehme ich das ohne Michi auf, klappt alles. Ja, das liegt an dir. Ja. Okay, oh, das hat die wenig Leben habe ich noch. Ich habe sogar Batterien gewechselt, ey. Wieso hast du so wenig Leben? Im vorigen Spiel, egal, ich bin eh nach einem Schlag tot. Munition. Ich habe sogar Batterien gewechselt. Mann, der ist ja so awesome. Ey, das wollte ich dein fucking Ernst. So bleibst du jetzt wieder jedes Mal stehen. Ich? Nein, die. Hier, ich halt W gedrückt, aber die bleibt ab und zu mal stehen. Guck. Muss gleich achten. Wenn die so stehen bleibt, ist das nicht von mir. Oh, die hat einen geilen BH. Und geile Maps. Ja. Guckt eigentlich deine Verlobte deine Videos an? Nein. Guckt sich deine Freundin deine Videos an? Dann kann ich nur noch sagen, haha. Und auch wenn, das ist nur ein Spiel, meine Güte. Ich kann ja nicht mit Sheva fremd gehen. Doch, kannst du. Oh ja, ich kaufe mir so einen Pappaufsteller von Sheva, mache ein Loch da rein, wo die Muschi ist, und dann fick ich's. Kannst doch da ein Loch reinmachen, wo der Arsch ist. Nein, ich will auch keinen Arsch wegmachen. Ich wette, jetzt gibt's eine Tonverschiebung bei mir, warum? Ne? Ja, weil es eben so schön geklappt hat beim ersten Part, dann hier gibt's jetzt die Tonverschiebung. Oh, danke für meinen Rücken. Ja, kletter rüber, scheiß dreckiger Albaner. Oh, nee, das ist der Mexikaner. Lass ihn erstmal landen. Bam! Aber übrigens, das Spiel hier wird nicht zensiert, ne? Natürlich nicht. Ja, sieht auch keine Menschen zerlaufen nicht, sobald sie tot sind. Ach ja? Wer will's das wissen? Schmal ich den Menschen gesehen? Ja, ich weiß, der Spruch war sinnlos. Die Fresse. Ah, scheiße. Immer noch nicht tot. Ich muss jetzt gar nicht die Leiter hochschmeißen. Schlüssel für die... für das Haus brauchen wir eh nicht. Aber trotzdem. Meine Güte, dort ja ein Minütchen. So, guckst mir gern da rum. Lendenschürz. Blendenschürz. Lendenschürz. Hör doch mal zu, Junge. Nein, ich hab Lendenschürz gesagt. Mach dir mal die Ohren. Ich hab schon wieder Lenden. Alter, Lenden. Macht alle einen Daumen hoch, wenn ihr denkt, der Luca muss ich mal die Ohren waschen. Willst du dich irgendwie heilen oder sowas? Ist ja eh nach einem Schlag schon futsch. Macht doch keinen Unterschied. Ja, trotzdem. Dafür brauche ich jetzt kein Medikit. Oder Medispray oder Anabgel. Das ist hier Erste Hilfe Spray, ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, ich meinte genau. Ja, und scheiße, du spürst dir Deo ins Gesicht. Hier, ich finde das Plakat hier voll lustig. Also? New Album, Mother. Toller Name für ein Album. In Afrika kann man nur über das Kindergebären oder Kindermachen singen anscheinend. Hast du da die? Ja, hast du. Was hab ich? Nix, schon okay. Ja, wenn du ja was machst, sehen die Leute bei mir ja nicht. Außer ich bin dabei. Tja. Und da war schon das erste Emblem. Und keiner bei Luca hat's mitgekriegt. Ho, ho, ho. Warum sammelst du eigentlich die ganzen Emblem? Wir haben doch eh schon alle. Ja, aber für die Leute, manche ja wissen, wo das ist. Hier war irgendwie eine antike Uhr oder sowas drin. Ja, manche Leute
wissen es nicht, weil die scheiß versteckt sind. Du weißt selber, wie die Dinger scheiß versteckt sind manchmal. Und ich finde, das ist eine nette Hilfe. Du bist durchs Haus wieder rausgegangen, obwohl du oben hättest runterspringen können. Ich hab noch was gesucht. Junge, ich kenne das Spiel nicht auswendig, so wie du. Ich hab dich schon 20 Mal durch. Ja, ich auch nicht. Ja, du bist 30 Mal durch, ne? Halt die Fresse. Warum ist eine weiße Frau in einem edlen schwarzen Kleid in einem afrikanischen Dorf? Die Frage, wieso sind behinderte Albaner und dreckige Mexikaner hier? Was ich auch nicht verstehe, ist, warum ist die jetzt weiß? Darf man keine Schwarzen retten, oder warum? Ja. Ja, das Geile ist ja, beim... Der Release des Spiels wurde verschoben. Hier ist übrigens hier die Tashi M37. Kennst du ja die Waffenbezeichnung auswendig. Du weißt schon, dass da der Name steht, wenn ich davor stehe. Die Tippen wackeln, wenn du dich bewegst, ne? Echt, soll ich mich bewegen? Ich glaube, ich gucke mir den Part bei dir mal an. Warte, ich geh mal nach links und rechts. Und, sieht einfach nur behindert aus. Komm an. Warte mal, kann ich auf dich schießen? Warte. Nein, kannst du nicht. Ah! Nee, geht nicht. Das Teamfeuer aus. Nur wenn ich überhaupt. Guck mal, da hat jemand Transformers gespielt. Ja. Das Inferno-Tron, brennende Reifen. Inferno-Tron, brennende Reifen. Hey, what's wrong? Be careful. Oh, voll die Schlampe, ne? Boah, Chef, was sieht so hot aus? Ich glaube, ich kaufe meine Freundin auch so einen Bahnhof. No. Ah, Zunge beim ersten Date, sag ich doch. Müsli! Wieso also Müsli? Müsli, ja, guck dir das doch mal an. Wenn das kein Müsli-Hunger ist, weiß ich auch nicht mehr. Warte, warte, warte! Ja, blende mich, du Arsch. Ja, ich wollte sie blenden. Okay, ich guck auf die hintere Tür, du auf die vordere Tür. Peng, peng. Bereit? Komm. Oh, Scheiße. Pass auf, hinter dir! Tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen. Hier, Granaten sind noch dein Milieu. Ja, warte, wo sind die? Muss ich mich kurz heilen. Ja, tu mal. Ah, da ist einer. Scheiße, sehe von hier aus nicht. Aber jetzt extrem flüssig das gerade läuft, das Spiel. Ja, bei mir auch, nur irgendwie spackt die Tastatur rum und die Schäfer bleibt von alleine stehen. Und ich hoffe, der Ton hängt nicht. Ah. Yeah. Du weißt schon, dass ich vielleicht an mir anlasse, ne? Ja, ist kein Problem. Die Leute wissen ja, dass ich andauernd zwischendurch mal neu starte. Für den Fall der Fälle. Ja, keine Ahnung, ich will auf Nummer sicher gehen. Und da ist eh nichts zwischen diesen Sequenzen da, also von daher verpassen die auch keine Action. Ach ja, hier. Ach ja, die total wichtige Information. Alles ist so dreckig und Wasser gibt es auch nicht. Bei mir sind die Rohre vermutlich verstopft. Das sieht aber aus, als hätten die da reingekackt, ey. Das finde ich auch so, du weißt, in diesem Haus ist echt überhaupt kein einziger beschissener Zombie. Hauptsache, da kommt diese Horrorsequenz. Ja, sollst du Angst haben. Dazu sind das immer noch keine Zombies. Alter. Alter. Pass auf. Halt, oh mein Gott. Halt, ich hätte mich fast erschreckt. Hast du drauf geschossen? Jetzt stirb endlich. Er ist vom Alpha-Team. Wir können ihm nicht mehr helfen. Schön beobachtet, Cheva. Wie kommt eigentlich dieser Typ da oben drauf? Ich würde mal sagen, der war mal auf dem Dach und dann ist er runtergefallen. Ja, aber das ganze Dach ist ein einziges Loch. Heißt, der muss genau draufgesprungen sein, im Sprung gestorben. Ja, vielleicht hat ihn auch vom Dach quasi runtergestoßen. Also quasi, dass der... Hier, vielleicht war der da auf dem Dach da und dann... Paff! Ah! Genau, hat er sich einmal um 45 Grad gedreht. Oh mein Gott! Du hast das...
Mit einem Schuss habe ich es geschafft und du nicht. Oh, guck mal, wie der da hängt, Alter. Warte, warte. Ja, wir haben so einen Probedurchlauf gemacht. Da hat der Luca, glaube ich, 100.000 Mal drauf geschossen. Und der ist nicht runtergefallen und ich baller einmal mit der Pistole drauf. Oh Mann, ey. Halt die Fresse und geh sterben. Da gibt's wieder einen Haufen Gold. Ja, nimm du das Gold, ich hol das im Leben. Du bist der Rumäne. Ey, ich war gerade in Bonn, ne? Und da war ich in so einem Kiosk, wollte was zu trinken holen. So die Bedienung oder wie auch immer, die Verkäuferin war auf jeden Fall im hinteren Teil, ne? Ja, ich warte da. Wir haben, glaube ich, echt 2 Minuten auf die gewartet. Ich so, wäre ich kein ehrlicher Rumäne, wäre ich jetzt einfach rausgegangen. Keine Sau, hätte ich gemerkt. Ohne Scheiß. Hätte einfach, ich hätte noch ein paar Schokolade nehmen können, noch eine Flasche, hätte einfach rausgehen können. Kann er jetzt gemerkt. Die Kamera filmt lustigerweise in die andere Richtung. Oh Gott, hab ich so weggelacht. Oh mein Gott. Ist dir aufgefallen, diese Wichser leben immer lang genug, um dir irgendwas Gruseliges zu sagen, dann sterben die? Ja, das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch schon gesagt. Ich fand von dir den ganzen Spruch, Helikopter, 99% rumfliegen, 1% sterben. Oder wie war das? Nein, was tun Helikopter in Action, Spielen und Film? Ja, ja. 99% explodieren, 1% durch die Gegend fliegen. Ja, genau, oder so war das, genau. Der Boss dieses Levels ist der schwerste überhaupt. Behaupte ich mal, ja. Knallhart. Voll mit Raketenwerfer. Vor allem mit Raketenwerfer ist er noch schwerer als sonst. Ja. Oh. Und weiter geht's. Wo sind wir denn hier? Da. Stuhl! Der Ding ist kaputt. Schon wieder ein Toter. Und zwar hier in Tothausen. Wer ist in Unterhosen? Du. Stimmt allerdings. Ja, ich spiele gerade wirklich in Unterhosen. Ich habe wenigstens noch den Anstand, da ich abends eine Jogginghose trage, während ich Let's Plays aufnehme. Oh, ich habe Boxershorts an. Tut mir leid, dass ich mir nicht... Das gehört irgendwie zu meinem psychischen Anstand, den ich habe. Lauf nicht zu weit ohne mich vor, ansonsten hänge ich hinter dem Vieh. Ach, ich muss doch eh erstmal den Schlüssel holen. Der Luca verrät immer schon viel, so viel. Noch eine Leiche. Hier stimmt etwas nicht. Boah, die ist so eine Blitzmerkerin, ne? Weißt du, wo ich gemerkt habe, dass hier was nicht stimmt? Als du das Spiel angefangen hast. Ja, nein, ja, nein, doch, ja, ein bisschen, nee. Ja, nein, doch, vielleicht. Also, wo ich wirklich gemerkt habe, dass nichts stimmt, war, wo wir da auf dem Weg zur Metzgerei waren, die ganzen Leute, da waren wir uns umdrehen, auf einmal keiner mehr da war. Da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass hier überhaupt nichts stimmt. Aber ich würde das an eurer Stelle jetzt mal machen, also zuerst diese Dinger hier nehmen, weil gleich ist es ein bisschen stressig. Ich meine, ihr könnt es auch ganz am Ende machen, aber ist euch überlassen im Endeffekt. Oh, ich kann die Karte anmachen. Du kannst gar nichts. Du kannst musst nie was können. Du kannst gar nicht hinter dem Ding sein. So, willkommen zu den Ouroboros. Ouroboros waren mal Spaghetti, dem man das T-Virus initiiert hat. Guck mal, es ist die Frage, was du auch schon gesagt hast. Ich meine, guck mal, die hatten den Schlüssel schon fast im Schloss. Wieso sind sie nicht rausgegangen? Ohne Scheiß, ne? Tja. Sag schon, Spaghetti-Monster. Hör mal, dieses krasse Monster, dass ich auch noch eine coole Pose machen muss, bevor es angreift. Das erinnert so ein bisschen an Clayface aus Batman. Der konnte auch irgendwie seine Gliedmassen verändern und verstrecken und was auch immer. Warte mal, ich guck mal, ob ich es blenden kann. Oh, geht nicht. Hat ja wohl keine Augen. So, die Dinger jetzt würde ich auf jeden Fall umschmeißen. Weil
Das Ding läuft durch und die bleiben auf seltsame Art und Weise hängen. Und jetzt natürlich geht auch die Tür zu, ist logisch. Und jetzt sagen wir, wem dieses Ding folgt, der darf dann gleich in den Ofen reinrennen. Ach, und das wäre der Luca, ein glücklicher Gewinner. Vom Hast du gerade draufgeschossen, du Spasti? Der ist doch egal, man draußen braucht ich auch das Ding oder drin. Ja, aber drin kriegst du doppelten Schaden. Dann hat es ein bisschen mehr gelitten. Wo hast du den Scheiß bitte schon aufgeschnappt? Ich hab's gelesen in einem Comic. Und tot. Toll. Ich wollte aber den Ofen anmachen, gibt's ja. Ich hasse es. Ach jetzt, und die Tür weiß natürlich, dass das Ding tot ist und geht auf, ist logisch. Natürlich. Mein oh. Schatz. Und das Ding hatte natürlich auch einen Ring, also war es vorher eine Frau anscheinend. Hey, wo ist das zweite Ding hin? Das zweite Ding? Guck mal, dieses ich habe doch so ein zweites Ding umgeschmissen, wo ist das? Das ist nicht mehr da. Tja, das ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Warte kurz. Ich habe die Tür zugemacht. Ja, und jetzt stellt ihr euch einfach, das, da drin wäre jetzt Adolf Hitler. Oh, spannend. Ich stell mir Michi drin vor. Ich stell mir Luca drin vor, wie er mit Adolf Hitler rummacht und von du weißt schon wen einen geblasen kriegt. Ich stell mir vor, wie du weißt schon wem einen bläst da drin. Warte, hast du dir auch ein Du Wichser, du bist so ein dreckiger Nachmacher. Du bist so ein dreckiger Nachmacher. Warum? Jetzt hast du ja auch so einen diesen Granatenwerfer mit Blendgranaten genommen. Ja. Bloß weil ich ihn habe. Nein, weil das bringt, die Blendgranaten total billig sind. Ich hab's dir gesagt. So, da ist auf jeden Fall noch so ein Dankeschön. Jetzt klaust du mir auch noch meine Embleme. Was kommt noch? Ich klau dir noch dein Leben, deine Freundin. Ich klau dir gleich deine Freundin. Kriegst du nicht hin. Natürlich. Du bist geistig nicht reif genug für sie. Du bist körperlich nicht reif genug für sie. Manchmal. Toll, ich habe wahrscheinlich die Batterien und sonst rausgenommen. Guck mal, jetzt klappt das mit Fraps, ne? Ja, ja. Lag also doch nicht an meinem PC. Lag einfach nur an dir. Halt's mal. Doch, es gibt so viele Zwischensequenzen, die ich bisher noch gar nicht gesehen hab. Wir haben ja auch, glaube ich, immer weggeklickt, als wir gezockt haben. Ja. Oh, ja nicht jetzt sehen. Die Auditore in schwarzer Kleidung. Ja. Eigentlich ist das eine Verlobte. Die haben die mit der Zeitmaschine hingeholt. Was? Ja. Da warst du. Ups, selbst gespoilert. POW, that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team. Aber ohne Scheiß, ein ganzes Team, das besser ist als die zwei Idioten hier, wurde von diesem Ding vernichtet, aber die zwei kriegen es hin, es zu braten, ne? Wo willst du wissen, dass die besser sind als wir? Erstmal sind es schon mehrere und ich glaube, die haben alle das, den gleichen Grund. Das hier ist doch das Beta-Team, die sind doch Alpha gewesen. Ist Alpha nicht immer besser? Muss nicht unbedingt sein. Vielleicht wurden sie auch überrascht und sind feige Hunde. Ja, deswegen waren die auch überall verstreut, weil die überrascht wurden. Transportation has been taken out. Oh, jetzt stehen zwei Jeeps, die wunderbar funktionieren. Wo willst du denn die wunderbar funktionieren? Ja, sagen wir so, die sind noch ganz, also denk ich mal, funktionieren die auch. Das ist Madness. Ja, ja. Und das war's wieder mal von uns für diesen Kapitel. Das heißt dieses Kapitel. Oh yeah, S-Rang, Baby. Und ich kann immer noch besser schießen als du. Ja, ich habe das Maschinengewehr benutzt, du Honk. Ja, mir doch egal. Ich habe sogar mehr Leute umgelegt als du. Und ich habe sogar das. Noch an? Ich habe sogar das Level schneller beendet als du. Hat du Fraps noch an? Ja, noch habe ich an. Ja, okay. Ich lasse es auch an. Ja, habe ich gesagt, bis dann vom Hause oder was? Nö. Jetzt aber, bis dann vom Hausen. Tschüss! Sagst du nicht tschüss? Nö, ich lasse meinen Fraps hier an. Wieso? Warum nicht? Wieso doch?
Oder trödelst du wieder die ganze Zeit rum wie immer? Ja, ich trödel die ganze Zeit rum. Verkaufen, kaufen, kaufen, verkaufen, verkaufen. Jetzt geh ich noch eben mal kacken. Halt die Fresse, bis dann von außen. Tschüss!